Hallo, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Watch Dogs. In der heutigen Folge müssen wir auf den Friedhof. Da führt uns jedenfalls das nächste Ziel hin. Ich denke mal, vielleicht an das Grab seiner Nichte. Fragezeichen. Mal gucken. Postet regierungsfeindliche Reden. Das war voll über das Beet drüber. Sieht ein bisschen Oh, mein trostlos Fehler. hier aus, ne? So wenig Blümchen. Gehen wir mal hin. Erinnern. Ja. Das ist seine Nichte. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden. Ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Und er hat sein Versprechen gebrochen. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Ach Gott. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Na toll, Jordi, ey. Macht er seine Arbeit überhaupt mal richtig? Ja, wir kommen da gar nicht mehr raus, ne? Verbrechen erkannt. Okay, das machen wir jetzt. Verbrechen auf dem Friedhof geht mal gar nicht. Und dann gehen wir zu Jordi. Wer plant hier ein Verbrechen, hä? Habt ihr nichts anderes zu tun mitten in der Nacht? Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Wer zum Henker da hinten? So. Was ist dein Problem, Junge? Hey, hau ab! Was in Gottes Namen machst du da? Mann! Da! Den Typen wollte ich und der hat mich gesehen. Ach, Mann, ey. Dann halt nicht. So hab ich's aber auch verhindert. Ja. Für kurze Zeit. Tja, keine Bonus dafür. So. Ich
bin auch manchmal echt wie ein Trampel. Manchmal, okay, immer wie ein Trampel. So, dann setzen wir uns mal eine Markierung. Wo müssen wir denn hin? Muss ich da echt die ganze Zeit... Ist ja eigentlich noch, was ich einnehmen kann in dem Gebiet da unten, ne? Aber das ist ganz schön weit weg, da bin ich zu faul zu. Gebe ich ja zu, dazu bin ich zu faul. Was hier Reiseführer-App? Die habe ich doch gar nicht hier. Will ich doch gar nicht. Gib mir ein Auto. Nee, ich will Moped. Ein hübsches Moped. Gib mir das. Deine Kutsche wartet. Jetzt muss ich noch laufen, ja? Also. Oh, guck mal hier. Oh, ich dachte, du hast irgendwie Kohle, ey. Ich glaube, ich habe 19.000 auf dem Konto. Das reicht doch niemals. Man kann nie genug Geld haben. Vor allem, weil ich jetzt gesehen habe, dass ich mir diese ganzen Motorräder etc. noch kaufen kann. Wenn ich die fahren möchte. Von daher brauchen wir ein bisschen Kohle. Ich habe mir überlegt, dass ich irgendwie ein Tutorial mache, wie man ja am besten an Geld rankommt oder so. So wie bei GTA. Ja, sowas interessiert halt jeden, ne? Wobei, ich habe mir ein bisschen mehr vom Watch Dogs, ja, da ein bisschen mehr vorgestellt, dass ich da mehr Tutorials machen kann. So wie bei GTA, bloß, ja, schwierig. Es ist schwieriger. Bei GTA ging das halt ein bisschen einfacher. Aber ich gucke mich noch um, ich bin ja noch am Zocken. Und, ich schau mal so, was ich so rausfinden kann, was ich euch denn zeigen könnte. Was man so alles mitnehmen kann. So Tutorial zu bestimmten Trophäen, weiß ich nicht, ob das so interessant wäre. Muss man mal gucken, was es für Trophäen alles noch gibt. Vielleicht so versteckte. Wie gesagt, ich muss mich da erstmal durchwurschteln. Ich habe ja erst das Spiel begonnen und momentan komme ich leider nicht so doll zum Zocken. Also, wenn ihr die Folge seht, habe ich sie sozusagen, ja, ein paar Stunden vorher aufgenommen. So, vorproduzieren geht momentan nicht. So. Apropos, ich wollte ja noch was nachgucken. Wartet mal ganz kurz. Drücke die falsche Taste. 2 Skillpunkte. Dann können wir gleich nochmal reingucken, bevor ich hier weiter. Das kann ich alles nicht nehmen. Was ich zum Beispiel weiß, wie man am besten Geld macht, da sollte man diesen Baum hier optimieren. Da brauche ich zum Beispiel 4 Skillpunkte. Aber ich guck mal. Hacken Sie Gegner, um sie mit einer Rückkopplung in ihren Headsets zu verwirren. Okay. Ja, kann man nehmen. Hochbahn etwas später. Brücken öffnen, schließen finde ich sehr interessant. Helikopter ausschalten finde ich auch sehr nice. Schussfrequenz, das wäre auch mal genial. Nee, Fokusverlängerung brauche ich noch nicht, weil ich damit sowieso sehr wenig arbeite. Mhm. Sprengvorrichtungen sind äußerst starke Sprengkörper, ihr hohes Gewicht erlaubt eine kurze Wurfweite. Okay, momentan sprenge ich mich ja nicht durch die Gegend. Telefongespräche zu unterbrechen ist nur der Anfang. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt wirklich. Reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Okay, ja. Ich werde mir das nochmal aussparen und mehr in die Geldsache rein investieren. Dann kann man nämlich innerhalb von kürzester Zeit wirklich sehr viel Kohle machen. Ihr müsst dann halt auch gucken, in welchem Gebiet ihr die Leute hackt. Ja, wo war ich denn zum Henker lang? Was kommt, wenn man redet? Dummes. Etwas.
So, was wollte ich sagen? Aber dazu kann ich ja auch noch ein Video machen. Könnte ich machen? Könnte. What the... Mission starten! Akt 1. Wir sind immer noch in Akt 1. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viele Akte es überhaupt gibt. Ist nicht leicht, mit Jordi zu arbeiten. Aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Mhm. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Ich habe so die Vermutung, dass Jordi damit drin hängt, dass der nicht wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Oh, hier können wir ja gleich mal Geld abheben. Geht anscheinend jetzt nicht während einer Mission, okay. Na gut. Guck mich da so. Oh, da können wir ja richtig schön hochklettern. Das ist nice. Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen. Lade die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. What the fuck? Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmere dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch darunter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Okay. Wieso jetzt den Bahnhof infiltrieren? Ey, der Jordi ist leicht. Meine Gastgeber jammern, leicht krank im Kopf? Wenn ich Migräne krieg, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Mhm. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Ihr habt ja schon losgelegt. Oder schon mitten hier drin, statt nur dabei. Oh, nice. So, dann machen wir uns mal... Gabelstapler, da kann ich den ablenken. Dann haben wir hier noch einen. Kran. Da kann ich nur ablenken. In die Luft springen wäre mir natürlich lieber. In die Luft springen ist immer gut. Kommt hier einer lang? Nee.
den Lift bedienen. Außer Reichweite, okay. Was zum... Ist das hier Jordi? Eieieie. Okay, ja, Augen zu und durch, würde ich mal sagen. Dann, gehe ich mal los. Ey, sag mal, jetzt nicht die Tür ist dazu oder so, das wäre ätzend. Ich weiß, dass es einen Sperrbezirk hier. Ätzend, der schaut gerade in meine Richtung, ey. Charlie haben wir drauf. Achtung, da kommt einer, siehst du ihn? Ja. Bin ja nicht blind. So. Die Boss der Fixer. Ich will jetzt keinen Köder werfen. Es muss so gehen. Mich hier. Ah, sehr schön. Das muss alles so gehen. Okay, ich glaube, der hat da irgendwas gerochen. Achtung, da kommt einer. Siehst du ihn? Ja! Gott, der Ding, wo ich bin. Hat das jemand gehört? Mist. Das war schlecht geschossen. Aber er liegt. Ist er tot? Okay. Besser ist auch doch. Der Todesschrei. Willst du mich verarschen? Willst du Susi verarschen? Das war doch das Köpfchen. Oh, was? Achso, ich kann diesen Lifter da. Ja, will ich nicht. Alle dahin. Der hat mich irgendwie kurz gesehen. Den kann ich springen. Das finde ich echt mies. Lass dich ruhig Zeit. Sehr schön. Wieso geht er in Deckung? Der ist mir zu weit weg, ey. Nachher mache ich wieder einen Fehler. Da war noch eine. Denn her hier? Hier ist niemand. Scheiße. Seid vorsichtig. Hier ist niemand. Wer sollte denn auch hier sein? Ich weiß auch nicht. Bleibt wachsam, nur für den Fall. Da ist noch einer und der kann sogar Verstärkung rufen. Wie ätzend ist das denn? Gleich mal hinterher. Gleich mal eliminieren. Nicht unvorsichtig werden. Bestimmt nicht unvorsichtig werden. Ne. Nee. Was ist der denn erlangt da hinten? Ne? Das Doofe ist, wenn ich jetzt hier durchgehe. Bleib unten. Das ist scheiße. Ich will den Typen haben. Mit dem Gabelstab. Könnte noch jemand sein. Da könnte noch jemand sein. Wie denn noch? Warum musst du jetzt gerade weitergehen? Bleib stehen! Oh.
Bleib stehen! Haltet die Augen offen! Danke. So. Ich komme! Ach, den soll ich auch erreichen? Nein. Geil. Willst du mich verarschen? Was das denn? War doch Headshot. Erste Klasse, ey. Sind die über mir? Ich sehe da einen auf dem Radar, aber ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, wo geht denn das hin? Oh ne. Wo sind die denn? Irgendwo da hinten am Start. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Die Frage ist, was erwartet mich jetzt da drinne? Kann ich da einfach so rein? Anscheinend ja. Weil ich habe jetzt eben gerade noch überlegt, ob ich die anderen Leute auch töten soll. Nicht, dass die mir irgendwie in die Gurgel wollen nachher. Moment! Stopp! Wer soll den Knastjob erledigen? Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Fuck! Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Er sagt, dass ich ihn will. Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, er hat ihn am Leben gelassen. Ich sehe was. Ach, pass auf, wie ist mir Wichser im Anmarsch? Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Wie nennen sie alle Fixer oder entkommen sie? Okay. Das könnte minimal problematisch werden. Aber nur minimal. Boah, ey. Deckung und. Bleib jetzt mal da, bitte. Na komm hoch. Zeig dein nettes Köpfchen. Ich habe keinen Bock. Los, streck den Köpfchen raus. Jetzt bin ich von da beschossen. Ich bin wieder da. Ich muss mir mal einen taktischen Punkt suchen. Es könnte natürlich sein, dass ich... Eieieiei.
Alle Fixer? Ich habe das Gefühl, die werden alle mehr irgendwie. Wo ich könnte hier versuchen. Du musst immer mit dem Kopf durch die Wand. So, ja, muss ich. Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. Oh. Wo kommt er denn her? Ich glaube, ich sollte mal abhauen. Alter! Oh, jetzt geht's mir ja wieder besser. Zurück. Sieh dich nochmal um. Der kann uns doch nicht abgehängt haben. Oh doch. Ich suche bloß ein Auto. Oh, steht da. Bin ich mal gehackt hier? Oh, das. Denn hier hin? Was ist das denn hier? Oh, geil. Schon entkommen. Skillpunkte, wie viel denn? Ja, ich warte noch ein bisschen. Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen. Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über... Wartet mal kurz. Setz mir schon mal einen Punkt. ...vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Ja, die nächste Hauptmission werden wir noch nicht machen. Ich möchte noch ein bisschen die Gebiete befreien, sag mal. Ey, ich bin schon wieder bei Gebiete befreien. Ist es ja nicht. Aber ich möchte überall Zugang haben und deswegen möchte ich diese Kontrollzentren oder Antennen oder was weiß ich, was es da alles ist, zerstören. Einnehmen. Hacken. Ja. Deswegen machen wir das. Damit sich das nachher nicht alles irgendwie so anstaut und mich dann nachher nervt. So ein bisschen Nebenmission, ein bisschen Hauptmission. So. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist da oben? Ich hack dich mal. Dich wollte ich gerade nicht hacken, ey. Okay. Können wir das denn entriegeln? Die haben Langeweile, ne? Ich mach kurz da hin. Was ist da? Entriegelt haben wir den Scheiß schon mal. Jetzt gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Guten Tag. Oh, ich nehme mal den Lift hier. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Was soll das, hä? Guten Tag. Sieht mir so richtig aus. Das sieht nicht nur richtig aus, das ist, glaube ich, auch total richtig. Komme ich jetzt da hoch? Ach hier. So offensichtlich, ne? Oh Gott. Ach so. Oh Gott sei Dank. Ich muss hier noch das zweite finden. Yeah. Du. So viele sind es ja nicht mehr. Naja, ein bisschen haben wir noch vor uns. Aber so habe ich wenigstens Fortschrittsbelohnungen. Ein moderner italienischer Speedster, nachdem man sich umdreht. Wow. Okay.
Skills Bezirk, ach so, Bezirk freigeschaltet. Ich dachte, er sagt hier Skills freigeschaltet. Ja. Hier können wir schnell reisen, das finde ich gut. Das finde ich gut, gut, gut. Da unten haben wir noch zwei große Kontrollzentren. Ja. Also ich stelle mir das hier oben nicht gerade einfach vor. Ich habe irgendwie so Befürchtung, dass es so mega schwer hier oben, weil das so abgeschrottet ist. Hm. Nur noch drei. Ja, okay, Leute. Ich mach mal für heute Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.